bei dem hier läuft nichts. Der muss ja erstmal verarbeiten, oder? Ah, wir haben es nicht eingestellt. Ah, anschließen. Weil ich den neu hingesetzt hatte, ne? Hier müssen doch überall Stangen jetzt sein, ne? Doch, läuft. Bei dir müssen Stangen rauskommen. Ja, da hinten kommen Stangen, hier kommen Stangen. Perfekt. Und da hinten kommen beide Platten. Perfekt. Sehr so, schön. Jetzt können wir die ganzen Dinger noch optimieren, ne? Ja. Komm mal mit zu mir hier drüben. Ich bin quasi hinter dir. Wir gehen mal zum Miner. Zum MK1. Der MK1 befördert 2 pro Sekunde. Also alle 2 Sekunden 1. Der hier macht alle 2 Sekunden. Also passt. Der hier macht 4 Sekunden. Das passt nicht. Das heißt, also das ist, wir brauchen dieses Gerät nochmal. Und können welches das. War das? Welches ist das? Welches ist das? Das Konstruktor, ne? Das, genau. Das müssen wir dann auf der Parallelbahn auch machen. Und dann können wir die Bänder. Wir fehlen versteckte Platten. Hä? Wir fehlen verstärkte Platten. Ja, dann musst du die aus dem Lager holen, keine Ahnung. Wir können nämlich dann die beiden schon mal optimieren und bei den Platten hinten wahrscheinlich auch. So, Schrauben. Also, wir brauchen 2 Konstruktor und. 2 brauchen wir? Ja, ja, weil wir doch beide direkt parallel verbessern wollen, oder? Na, dann, mir fehlt Eisen dafür. Wir brauchen den zweimal auf jeden Fall. Und wir brauchen einen 2 Förderband-Splitter und 2 Förderband-Fusionatoren. So, das Material habe ich dann. Fehlt uns. Kannst du die schon alle in deiner. Wozu brauchen wir Splitter und Fusionatoren? Weil wir können doch die. Die Förderbänder können wir zusammen kombinieren, so oder so. Da brauchen wir ja nichts dazwischen setzen. Bist du dir so sicher? Ja, ich ging ja vorhin. Und dann geht von beiden auf das Zeug auf ein Band. Ja. Wenn du das, wir brauchen eigentlich nur den Splitter. Okay, aber zweimal, weil wir dasselbe bei der Parallelbahn ja auch machen müssen. Ja, und was wird er dafür haben? Platten und Kabel. Platten habe ich, Kabel habe ich auch noch. So, dürfte eigentlich alles dann passen. Perfekt. So. Dann hätten wir nämlich 100% Auslastung. Soll ich abbauen? Warte. Wo setze ich jetzt den. Hier, parallel zu dem Konstruktor baust du den Konstruktor nochmal. So, dass er quasi parallel. Ja. Ja, kannst du noch dahin, ist ja egal. Ja, ein bisschen weiter nach rechts drehen, so. Noch ein Stück? Na, ist zu weit, dann wieder zurück. Ja, ist okay. Geht anscheinend nicht ganz gerade daneben. Ja, passt. Genau. Und jetzt so, jetzt brauchen wir nur den Splitter einmal. Den baue ich noch auf und dann verbinden wir erstmal die Dinger neu. So. Logistik, Splitter. Ich kann mal gucken. So rum. Ja, das muss halt gut reinpassen. Jetzt ein bisschen schräg bauen, ne? Ja, am besten genau mittig hier zwischen. Erstmal. Ist am besten. Kommen wir besser von der Anbindung her. So? Ja, ein bisschen mehr zu dir. Noch ein bisschen mehr zu dir. Ja, lass mal so. Passt, ja. Passt. Wird gesplittet, ja. Und dann kannst du das hinter einfach nur hier vorne dran connecten. Sicher, das weiß ich jetzt nicht, wie das geht. Ich glaube nämlich nicht, dass es geht, aber. Okay, warte. 4. Kannst du mal das eine Förderband mal abbauen, was wir hier stehen haben? Ja, klar. Mach nochmal das neue Förderband ab. Ja, wir müssen das hier noch einstellen. Moment. Ich will das mal gerade testen. Hier einstellen, hä? Ja, der hat nicht produziert gerade. Der. Aber der ist nicht unter Strom, ne? Ja, ach nicht. Hast du ein Kabel? Ich will nur mal gerade sehen, ob der läuft.
Warte. Kabel, um den Unterstrom. Ah, wir brauchen noch einen Mast dafür. Wir brauchen einen separaten Mast dann. Schade, das geht doch nicht so, wie ich dachte. Ja, ja, sonst wäre das Ding ja überflüssig zu bauen. Ne? Warte, ich entferne das. Warte. Kurz. Ja. Ah. Achso, ich kann nicht, ich habe kein Material. Das, der rechte hier, das Gebäude, das muss noch Strom haben. Ja klar. Brauchen einen neuen Strommast dafür, weil der andere schon mit vier Verbindungen ist. Kannst du die hier noch ja, alle bitte? Danke. Die zwei. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Auslastung auf dem Förderband gleich ist. Auf dem endgültigen Förderband. Beide produzieren. Okay, und jetzt? Moment. Jetzt läuft's, glaube ich. Oder? Nee. Hä? Müsste doch viel voller werden, oder nicht? Keine Ahnung. Wie viel machen die denn? Die machen 15 pro Minute, ne? Und der hier macht 30, oder? Ja, 2x 15 sind doch 30. Siehst du? Eigentlich ja. Müsste doch eigentlich perfekt ausgereizt sein, oder? Der hier bleibt stehen, wie du siehst, ne? Der hinten läuft ohne Probleme. Ja, weil die Anbindung hier so nah ist, weißt du? Ja, ist egal. Die Produktion kommt aber am Ende, siehst du hier auf dem Förderband, gleich raus. Das ist auf jeden Fall mehr. Dasselbe machen wir jetzt hier an dem parallel laufenden Ding, ja? Okay, da müssen wir definitiv was für auseinandernehmen, weil das ist zu wenig Platz. Ja, das, da ist die... Sammel erstmal die Ressourcen dafür vielleicht. Jetzt können wir mal gucken, was wir dafür überhaupt brauchen. Wir brauchen, einen Splitter, einen Fusionierer, oder wie der heißt. Dann brauchen wir noch so ein, wieder so ein Ding hier, so ein... Nicht Schmelzerei, sondern ein Konstrukt. Vielleicht setzen wir den MK auch ein bisschen weiter um, dass wir ein bisschen mehr Spielraum haben. Ja, eventuell. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Fusionierer, einen Splitter und einen Konstruktor. Ohne kommen wir nicht raus. Also einen Konstruktor haben wir. Ja, der ist nur auf Höhe der Schmelzerei jetzt, ne? Ja, warte mal. Konstruktor. Andersrum. Okay, da habe ich definitiv keinen Platz. Wir müssen das komplett umrüsten. Soll ich mal komplett abbauen? Ja, bitte. Mach erstmal den Bohrer hinten weg. Beziehungsweise schalt ihn erstmal ab, lass die Produktion durchlaufen. Ich habe ihn abgebaut. Okay. Das ist mir über die Produktion raus ist. Ne, ich glaube, ich sammle mit auf. Ich sammle die Sachen mit auf. Okay. Jetzt mal das bei mir. Ja. Ich habe Eisenbarren 223 bekommen. So, baust du den letzten Konstruktor auch ab? So, also können wir komplett neu aufbauen. Ist doch noch irgendwas im Weg. Ich sehe nichts. Für mich ist hier was. Okay, jetzt ist es weg. Konstruktor. Du kommst in Höhe des Förderbandes. Auch Eisenplatten. 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 Ich brauche Eisenplatten. Ja, warum? Zwei, drei.
Konstruktor. Das ist das Förderband, ne? Ach, kacke. So, Konstruktor 1. Wo komme ich denn jetzt schon wieder rein? Okay, jetzt geht's. Ich mach mal hier hinten weiter. Ich mach mal hier hinten weiter. Machst du vorne weiter? Ja, warte, bevor du das weit. Oder wollen wir noch eine Platte davor setzen? Nee. Okay. Dann machst du das weiter, dann mach ich da hinten weiter. Ja. Hier fehlen jetzt noch. Also hier muss es ja nur gesplittet werden wieder, ne? Genau. Was fehlt mir jetzt schon wieder? Ah, wie viel Kabel? Haben wir noch Kupfer hier? Nein. Kupfer hier? Ja. Kabel. Wird alles ein bisschen vom Platz her eng, ne? Ja. Dann richten wir den Bohrer einfach gleich in die andere Richtung aus, nicht das Förderband rum. Mehr können wir nicht machen. Wäre tatsächlich die Idee, ja. Kannst du den Bohrer mal setzen? Einfach mal zu irgendeiner Seite raus oder so. So wäre am besten. So produziert er in die andere Richtung jetzt erstmal. So, dann die Förderwände. Jetzt brauchen wir nochmal zweimal Schmelz, ne? Ne, einmal. Einmal. So gut, einmal. Die musst du noch drehen, ne? Sollen wir den schon drehen, produzieren lassen? Ne, die orange Seite muss ja bei dir sein. Genau so. Angeschlossen. Was ist jetzt hier das Problem? Kein Material. Nicht genügend Freiraum. Hm. Ich hab ne Idee. Geh mal weg. Warte mal. Geht das? Ja. Geht, okay. So. Und dann müssen wir die ganze Scheiße wieder anschließen am Netz, ne? Naja, es geht jetzt um Strom eigentlich nur noch. Konfigurieren okay, die gerade schon mal. Ich baue das hier nochmal ein bisschen um. Ja, warte mal. Eisenstangen, ne? So. So, hast du das erwartet? Den letzten mache ich. Okay. Das habe ich schon vorbereitet. So, läuft. Ja, dann wir haben Stromausgleich. Wie viel Stromauslastung haben wir aktuell? Kannst du es mal gerade im Generator? Moment. Ich geh mal gerade hin. Sind die richtig eingestellt alle? Ja, ne? Sollte. Produzieren sie? Bis jetzt kommt hier noch nichts an. 60 von 80 Auslastung. 75% am Markt. Nee, irgendwer produziert dort nicht. Ah, jetzt wird erst hier hin transportiert. Dauert ein bisschen. Ja, jetzt kommen hier schon mal die Waren raus, ja. Weißt du, dass wir das selber gerade noch zweimal machen müssen? Ja. Ich sehe aber gerade, guck mal hier hinten. Ja. Der Abstand ist einfach viel zu nah, ne? Ja, deswegen. Sind beide schon am Stocken und beide produzieren nicht weiter. Ich habe da eine Idee für. Du müsstest theoretisch, rein theoretisch, damit du das Förderband nochmal jetzt um zwei Plätze erweitert kriegst, die Konstruktoren nochmal hier hinsetzen. Also, vier Konstruktoren. Ja. Dann hast du das Förderband voll. Guck mal. Ist aber noch erweitert, ist aber später, glaube ich, noch erweitert. Wir haben Stromausfall. Nee. Wasser? Ja, ja, haben wir. Komplett. Kacke. Hast du dich drum kümmern, oder? Bin dabei. Ah, das geht nicht, kacke. Nochmal drum. Haben wir dann.
Also an der Auslastung liegt es nicht, wahrscheinlich ist knapp. Kapazität 80, 54 haben wir. Wahrscheinlich leer geworden, ne? Oder? Brennstoff ist okay. Brennstoff ist okay. Brennstoff ist auch okay. Brennstoffzellen sind alle okay. Dann kann ich dir nicht so sagen, woran es liegt, oder? So ein Schmelzding. Hä? Also, es sieht alles optisch okay aus. Hast du gerade nochmal irgendeine Leitung getrennt? Nee. Okay. Ja, gut, keine Ahnung. Auf jeden Fall läuft hier hinten alles. Ich stimme nicht so. Mal kurz, hier hinten stimmt irgendwas nicht. Das ist komisch. Na gut. Guck mal, so läuft doch, oder? Hier, wo was? So wie ich es jetzt gemacht habe, läuft es jetzt besser? Hast du gemacht? Abgebaut. Achso, deswegen hier das, haben wir die Strom. Deswegen war der Strom gerade weg. Nee, nee, das war kurz vorher, bevor ich das abgebaut habe. Wieso das sie? Du hast. Ja. Weißt du warum? Nee. Ich werde den hier anschließen. Jetzt dürfen wir wieder Stromprobleme bekommen. Okay, das könnte. Aber noch läuft. Ah, wir sind ganz knapp unterm Limit, wir dürfen nichts mehr anschließen. Ah, doch, es ist. Ne, überschreitet. Ich sag jetzt nicht, wir brauchen noch so ein Kraftding. Ja, brauchen wir noch. Freu mich. Wo haben wir noch Platz für sowas? Ich glaube, die Dinger müssen wir mal auslagern, woanders hin, ne? Ja, können wir die eigentlich noch erweitern? Nee, ne? Nee. Können wir nur. Doch. Boosten. Man kann die über. Ja. Ja, aber guck mal, wie viele Elektrodinger brauchst du davon denn? Ja. Das, ich würde nie übertakten. Wir brauchen. Ich baue die Dinger jetzt ab, ja? Willst du die neue aufbauen? Ich will die woanders neu aufbauen, ja? Okay. Ich baue die jetzt ab. Guck mal, wie du mit den Strommasten hier zustande kommst. Ja. Guck mal. Kümmer du dich mal um die Strom. Moment, Moment, Moment. Ich guck gerade, mir fehlt gerade noch ein bisschen was. Draht und Eisen. So, ich baue die Biomasse-Dinger jetzt woanders auf. Hier rund um den Turm, okay? Ja, okay. Und so, ich plane die vorne hier nochmal komplett neu. So, ich habe jetzt zwei hier hingestellt im Moment. Aber irgendwie. Das hat nicht. So, unser Ringnetz hier vorne ist schon mal wieder so gesehen ausgelastet. Ja. Die laufen gleich da hinten rüber, okay. So, jetzt haben wir erstmal eins mehr quasi als eben, weil ich drei jetzt hier hingesetzt habe. Okay, ja, warte. Die müssten angeschlossen werden, dann müsste das erstmal reichen, aber danach. Da kann ich noch mithalten. Ist das eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Ach so, das. Du Hurensohn!
So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Oh mein Gott!